Nibuda, Sie haben 14 Jahre für Schalke 04 gespielt, gestern ein großes Spiel geliefert. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt nach Frankreich? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, ja. Aber ich kann auch nichts daran ändern. Der Vorstand hat entschieden und ich finde mich damit ab. Ja. Sie hätten gerne noch weiter in Schalke gespielt. Ja, warum nicht? Aber ich freue mich schon auf Frankreich. Und was sagen Sie zu diesem triumphalen Empfang hier? Was soll ich dazu sagen? Ist überwältigend. Herr Libuda, der Kartenverkauf, der ist ja wohl riesig groß. Das gibt es ja wohl nur hier in Schalke, oder? Das gibt es nur in Schalke, ja. Ich hoffe, es gut. Wenn wir in der ersten Bundesliga sind, dann läuft es genauso. Wie viele Karten haben Sie denn so verkauft? 30.000. Sie alleine? Ungefähr, ja. Der Skandal hat für mich überhaupt... Weil ich von Anfang an gar nicht damit einverstanden war und ich werde da immer noch nicht mit richtig fertig, weil ich noch länger gespielt hätte. Aber es sind 10 Jahre vorbei oder das Rad kann man nicht zurückdrehen. Da muss man den Körper drin haben, sonst kann man, ich meine, lernen, Flanken vielleicht lernen und, oder Freistöße, aber das andere ist alles... Kann man so richtig gar nicht erklären. Das muss im Körper drin sein, Blut. Verstehst du? Fußball kann man gar nicht lernen. Skilaufen kann man, glaube ich, lernen. Aber Fußball kann man nicht lernen. Oder entweder ist man gut. Also ich vergleiche ja nur, ich bin da ganz hart, Nationalspieler. Also die mittelmäßigen Spieler, die können vielleicht durch Kondition viel machen. Durch Laufarbeit, ne? Aber also die Zuschauer begeistern, da ist nichts dran. Da muss man haben oder man hat es oder man wird es nie kriegen. Ne? Ich habe immer ohne Schienbein schon noch gespielt, alles. Trotzdem immer so ein Dribbler war. Ne? Wenn ich auch gegen Leute gespielt habe wie Höttges und Berti, die wollten sich ja auch nicht so nass machen lassen. Ne? Ich weiß nicht, ob der Trainer so ein bisschen heiß gemacht hat, immer früher. Ich habe aber nie Schienbeinschoner getragen. Ich konnte damit nicht spielen. Größter Erfolg. Die zwei schönsten Erfolge waren in Dortmund, Europapokalsieg und dann mit Schalke Pokalsieger. Ja, das waren doch. Und dann die Teilnahme nach der Weltmeisterschaft in Mexiko, Schottland, ja, auch. Mein Freund ist mein Sohn. Freunde, der Rolf Rüssmann zum Beispiel und Klaus. Wenn ich die alten, also die Pokalsiegermannschaft 72, wenn wir uns mal so auf dem Platz sehen, dann begrüßen wir uns immer und ist klar, bindet ein bisschen. Ne? Früher habe ich immer meistens darunter gelitten, dass ich so bekannt war, verstehen Sie? Und jetzt bin ich aus dem Fußballgeschäft raus. Ich bin normalerweise zufrieden. Kann hingehen, wo ich will, werde nicht mehr so angegafft wie früher. Ich bin zufrieden. Die Leute, die machen sich immer Sorgen, also da staunen ja am meisten drüber. Mir geht's gut, außer hier die Krankheit, ne? Trotzdem. Ich brauche keine Millionen. Ich bin doch zufrieden. Die sollen mich doch zufrieden lassen, verstehen Sie? Mhm.